Morgen, Leute. Es ist Freitag, in letzter Zeit kriege ich das richtig gut hin. Dafür werden die Videos auch kürzer, weil ich keine anderen Tage mit reinnehme. Ich komme gerade aus der Dusche, deswegen ist mein Haar so schön nass. Oh, dieses Blau ist immer noch da. Ansonsten, ja, muss ich mich beeilen, denn ich habe jetzt im Grunde noch eine Stunde und ein paar Minuten, um mein Pen and Paper zu beenden. Das wird nicht gut. Nein, weil heute Abend nach meiner Schicht will ich noch mit ein paar Kollegen und Steffen ausgehen zur Rocknacht und das wird echt eng. Also setze ich mich besser schnell ran und schreib weiter. Bei mir ist gerade noch ein Päckchen angekommen. Ich habe das Pen and Paper jetzt fertig. Das nervt mich zwar, dass das so... Also es hat im Grunde 12 Seiten, aber es geht so 2, 3 Sätze auf Seite 13 und ich finde das voll hässlich, aber naja. Dafür habe ich jetzt echt keine Zeit, weil es ist sowieso schon viel später. Ich wollte mich eigentlich noch schminken und gar nicht so lange daran schreiben. Aber es ist jetzt immerhin fertig. Es ist bei weitem nicht so lang. Es sind 5 Seiten weniger fast als das Pen and Paper, das ich letztes Mal geschrieben habe. Dafür gibt es sehr, sehr viele Rätsel. Ich kriege das Päckchen nicht auf. Aber ich muss auch in ja, etwa 8 Minuten los. Vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Aber ich mache das Päckchen noch eben auf. Oder halt auch nicht. Was ein Scheiß. Oh Gott, da ist noch was. So. Das hier ist von der Firma Crazy Factory oder dem Online-Shop aus Switzerland. Das kommt aber aus Thailand anscheinend. Was ich mir schon fast gedacht hatte. Da habe ich mir ein paar Ohrringe bestellt und all so ein Kram. Ich fand die Preis-Leistung echt geil. Hier habe ich zum Beispiel diesen Ohrring gekauft. Also das sind alles Fake-Piercings sozusagen. Fake-Plugs, wie ich die ja jetzt auch momentan trage. Und der hier hat so ein Quadrat drauf, wie auf dem PlayStation-Controller. Das fand ich ziemlich nice. Eigentlich sollten das auch 2 sein, aber vielleicht ist auch nur einer. Was auch nicht schlimm ist, weil dann kann ich einen von meinen normalen behalten. Dann sieht das vielleicht nicht so übertrieben aus. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich mir diesen Drachen geholt für die Ohrmuschel. Das fand ich einfach mega geil. Also den klemmst du dir hier so oben an den oberen Teil deiner Ohrmuschel. Und das umschließt sozusagen deine Ohrmuschel hier. Und dann sieht das einfach mega geil aus. Das ist zwar bei mir ein bisschen schwierig, weil ich sehr viele Ohrlöcher habe, aber so für einen Tag mal oder für Fotos finde ich das mega, mega geil. Und ich glaube, das hat 4 Euro gekostet. Der hat 2 gekostet. Schon ganz geil eigentlich. Und das ist alles chirurgischer Stahl oder Sterling-Silber, weil was anderes vertrage ich ja gar nicht. Und dann habe ich hier noch ein Fake-Septum, weil ich mal sehen wollte, wie mir das steht. Das mache ich jetzt auch nicht dran. Aber das sieht mega schön aus und es ist Roségold. Ich stehe ja total auf Roségold. Und das wollte ich nämlich auch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir natürlich einen Choker geholt. Weil wenn es Choker gibt und da ist irgendwas, was ich noch nicht habe, dann muss ich das mitbestellen. Und das ist so ein Hirschkopf. Das fand ich richtig, richtig cool. Aber wenn ich das jetzt so sehe, sieht das Band einfach richtig riesig aus. Und ich habe ja einen sehr schmalen Hals. Das ist ja auch die Partie hier, wo ich als erstes abnehme. Ich hoffe, dass es dann nicht einfach rumbampelt, sonst muss ich mir da noch was überlegen. Aber auch richtig hübsch. Ich glaube, es hat 4 Euro gekostet. Und das müsste es an Schmuck gewesen sein, ja. Nee, doch nicht. Ich habe noch, ich habe noch einen weißen Fake Plug genommen. Der ist so changiert oder durchgezogen wie so Milchglas. Das fand ich auch richtig cool. Und ist mal was anderes. Passt auch eigentlich besser zu den Steinen, die ich im Ohr habe. Aber das Schwarze fällt halt mehr auf, deswegen ist das geiler. Und dann habe ich mir noch so ein Paket mit Fake Lashes besorgt. Die sehen einfach alle so mega geil aus und die glitzern und bam. Und die sind halt einfach perfekt, um das weiter zu üben. Und
Ja. Also da sind welche mit Steinchen und hier ist verschiedener Glitzer. Und da drinnen sind noch welche mit so bläulichen Steinen und hier noch blaue. Also mega cool. Ich werde euch den Shop auf jeden Fall in die Infobox verlinken. Vielleicht gefällt euch auch irgendwas davon. Und wenn ihr zwei Ohrringe haben wollt, müsst ihr halt die zweimal noch bestellen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut jetzt gerade. Deswegen ist das schon okay, dass ich nicht darauf geachtet habe. Und das war mein Päckchen. Und jetzt muss ich mir schnell die Zähne putzen. Gespeichert habe ich. Das wäre nämlich auch noch eine super GAU. Und dann geht's zur Arbeit. Keep walking. Ich habe meinen Ohrring jetzt mal dran gemacht. Ich finde, der sieht ziemlich cool aus. Ich bin jetzt bereit für die Diskothek. Ich sehe aus, als wenn ich einfach losgehe, weil ich immer so aussehe. Aber egal. Ja, sonst ist jetzt auch nichts mehr, was es noch zu erzählen gibt. Ich weiß nicht, ob ich da filmen werde. Vielleicht ein bisschen, vielleicht auch nicht. Kommt drauf an, wie die Stimmung so ist. Und dann war das Ende. Guten Morgen, Leute. Ich habe mich nicht mal abgeschminkt. Ich versuche da gleich einfach das Beste draus zu machen und das einfach wieder zu retten für gleich. Ich muss jetzt noch ein bisschen aufräumen. Ich habe gerade Brötchen in den Ofen geworfen, weil irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss was essen. Aber das rumpelt und pumpelt dann nebenbei nur, weil es hier einfach scheiße aussieht. Da kannst du eigentlich niemanden reinlassen. Der real shit, Mann. Es hat schon Vorteile, sich am Tag zuvor nicht abzuschminken, so einfach den alten Kram wiederverwenden. Also ich muss echt sagen, ich habe jetzt die Galaxy Palette benutzt und den richtig krass pinken Ton aus der Maybelline, wie heißt sie denn noch? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall, die habe ich benutzt und es hält Bombe, echt. Also mega cool. Kann ich nur empfehlen. Bisher. Also ich habe noch nicht alles ausprobiert, aber... Können wir noch mal irgendwann den Flur machen? Und oben nach mal den Flur machen? Die scharfen Messer, ja. Wo sind die? Licht flackert für einen kurzen Moment und die Tür nach draußen schwingt auf. Eine übernatürliche Kraft befördert euch aus dem Raum und die Tür verschwindet vor euren Augen. Für jedes weitere Wort, das ihr gefunden habt, erhaltet ihr die Teilnehmer. Das war ja jetzt dann doch jeder, einen halben EP-Punkt dazu. Ihr geht durch die Tür mit der Aufschrift 2 und landet erneut in einem abgedunkelten Raum. Auch diesmal verschließt sich der Ausgang hinter euch. Über euch allen erstrahlt ein Scheinwerferlicht und eure Körper können sich nicht mehr von der Stelle bewegen. Vor euch täuft ein kleines Mädchen in einem schmutzigen schwarzen Kleid auf. Ihr wirres, dunkles Haar hängt über ihre schmalen Schultern. Und ihre Augen sind nach innen gedreht, sodass nur ihre weiße Lederhaut zu sehen ist. Ein dreckiges, kindliches Lachen erklingt. Lass uns spielen! Oh Gott. Ich beginne mit einem Wort und ihr müsst einen Begriff aus dieser Welt nennen, das mit dem letzten Buchstaben meines Wortes beginnt. Ihr spielt so lange, bis nur noch einer von euch übrig ist oder mir langweilig wird. Macht bloß keine Fehler! Mein erstes Wort ist Castanea Blanchet begeht. Du öffnest die Tür und hinter dieser findest du ein Kinderzimmer. In dem Bettchen liegt der verrottende Körper eines kleinen Mädchens. An den Wänden seht ihr Zeichnungen des weißen Wesens, das ihr zuvor an dem Gang getroffen habt. Offenbar wurde die Familie von diesem Wesen verfolgt und hatte den Kampf im Endeffekt verloren. In dem Bettchen findest du eine Art düsteres Gedicht. Ein Schnüffeltuch oder was? Also wo die Gebeine drauf liegen? Das ist ja. Ich überall. Wie viele richtige Beine? Du musst auf deine Willensstärke würfeln. Traust dich nicht. Ja, das ist richtig ekelhaft. Das Kind ist verrottet. Das schaffe ich. Dann kannst du es machen. Was würde ich gerne einen? Was würde ich für die richtige Beine in einen Laken wickeln und die bei mir mit reintun? Bist du einer? Nein, damit man das
Kind beerdigen kann. Ich wollte gerade vorschlagen, verbrennen wir den Scheiß, damit wir den Geist austreiben, Alter. Bevor das Pen and Paper losgegangen ist, kam noch spontan A Way Out an. Super geil. Ich habe damit erst Montag gerechnet, weil ich habe es halt gestern Nachmittag bestellt und ich habe kein Prime. Richtig geil. Also Thumbs up dafür. Das installiert gerade. Pen and Paper war gut. Ein paar kleine Ausschnitte werde ich euch einfügen. Wenn es euch interessiert, kann ich noch ein ganzes Video dazu machen. Aber das sprengt einfach den Rahmen meines Vlogs. Jetzt läuft nebenbei Nuri Stream. Und was wir sonst so machen, weiß ich auch noch nicht. Mal gucken. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein anderes Video downloaden und das dann schneiden. Keine Ahnung. Der schaltet dann die Analytics, glaube ich, um, ne? Und alles so passt sich dann an. Nee. Wenn das dein Vorsatz wäre, dass es scheiße wird, das wäre ein bisschen daneben, ne? Ja, ich will so ein richtiges Scheiß-Video drehen. Und pass mal auf, das hätte 100 Millionen Daumen nach oben. Du würdest einen Werbevertrag dafür kriegen, ist doch immer so, oder? Guten Morgen, wir haben jetzt Sonntag. Die haben uns eine Stunde geklaut. Super geil, voll die klasse Erfindung. Den Sinn habe ich immer noch nicht verstanden, weil irgendwie dieses, was es erfüllen soll, habe ich lichttechnisch... Weiß nicht, das macht einfach keinen Sinn für mich. Nee, das lasse ich jetzt drin. Komm ganz oben, mein Freund ist eklig. In, wie heißt die, Comic Sans geschrieben, damit du alle Augenkrebs kriegen. Ich will jetzt einfach mal gucken, wie schnell ich meinen Alltagslook hinkriege, weil eigentlich bin ich voll dieses faule Ass. Deswegen probieren wir es jetzt einfach mal aus. Also, das könnt ihr nicht sehen, aber ich habe den Balken vom Navigationsgerät gerade im Gesicht. Ein Zensurbalken, wie es mir gefällt. Wir sind jetzt unterwegs nach Oldenburg. Da hinten irgendwo sitzt mein Bruder. Der ist auch zensiert. Nee, doch nicht. Er fährt. Also mein Burger. Ist schwarz. Nur Salat im Haar. Ich hab Salat im Haar. Das ist nicht schön. Nicht schön. Aber wir sind bei McDonald's. Wir waren jetzt ja eben noch bei McDonald's. In dem McDonald's habe ich immer das Gefühl, du betrittst den und bist einfach 50 IQ... Ja, wie nennt man das? Ärmer. Also das sind echt in die Richtung nur... komische Menschen, um keine Schimpfwörter zu benutzen. Ja, ich hatte noch einen McFlurry mit Schokolinsen und Karamellsoße. Der war im Gegensatz zu meinem Burger lecker. Und jetzt gucke ich mir die Prospekte an und wir spielen dann gleich Way Out. Yeah. Und gleich geht mein Video online. Seht euch das Video an, mit meinem Freund. Ich bin nackt. Ich bin nackig, jetzt bin ich nicht mehr nackig. Mann, habe ich mich schnell angezogen. Ich sollte das als Zirkustrick machen. So viele nackte Ärsche habe ich noch nie in der ersten Sequenz gesehen. Geil. So, ich bin abgeschminkt. Mein Akku ist fast leer. Der Tag ist rum. Das war's also wieder mit Follow Friday. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid vielleicht beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bye!